Liebe Studierende, wir gehen endlich voran und schreiten von den univariaten Beschreibungen, sprich von der deskriptiven Statistik einzelner Merkmale, hin zu dem, was man bivariate Verteilungen nennen könnte. Also der Verteilung mehrerer Merkmale relativ zueinander oder der gemeinsamen Verteilung mehrerer Merkmale. Das heißt, wir fangen endlich an, Zusammenhänge zu beschreiben. Zusammenhänge zu beschreiben ist dem, was dem menschlichen Gehirn eigen ist. Das menschliche Gehirn sucht überall Zusammenhänge zwischen Merkmalen und natürlich besteht auch die Wissenschaft zu ganz großen Teilen daraus, zu verstehen, wie Dinge zusammen auftreten. Primitives Beispiel, wenn Sie versuchen zu verstehen, wie ein Auto funktioniert, dann müssen Sie irgendwann mal herausfinden, dass Ihr Drehen an dem Schlüssel oder heutzutage ist es eher ein Knopfdruck, aber das Betätigen im Auto irgendeines Schalters dazu führt, dass das Auto überhaupt erstmal angeht. Also Auto an, aus, Schalter gedrückt, Schalter nicht gedrückt, solche primitiven letztlich Zusammenhänge müssen wir erstmal verstehen. Und in der Wissenschaft geht es natürlich ein bisschen komplizierter zu, aber im Ende ist es meistens unser Ziel, Merkmale, die wir gemessen haben, auf ihr Zusammenhängen hin, auf ihren Zusammenhang hin zu überprüfen. Wir haben hier auf diesen Slides hier auch ein paar Beispiele dafür, zum Beispiel hier von der Universität Konstanz, kleine Pressemeldung. Da geht es um Bildungserfolg einerseits und Religion oder Religiosität andererseits. Hier unten ist ein Beispiel gezeigt. Das sind natürlich alles so Zeitungsüberschriften, die aber auf Zusammenhänge, bivariate Zusammenhänge von Variablen zurückzuführen sind. Hier wurde gesagt, those with low science knowledge, also die, die nicht viel über Wissenschaft wissen, are more inclined to say that genetically manipulated foods, also genetisch veränderte Lebensmittel, schlecht für die Gesundheit sind. Also da wurde zum Beispiel in einem Fragebogen gemessen, wie ist deine Einstellung zu genetisch verändertem Essen? Und dann wurde auch noch gemessen, was weißt du über Wissenschaft oder wie gebildet bist du letztlich wahrscheinlich in der Hinsicht. Genauso ein bisschen mehr aus meinem Forschungsgebiet. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler interessiert zurzeit sehr stark der Zusammenhang von Hören, Sprachverstehen im Alter, Hörverlust im Alter. Einerseits, das wäre also die eine Variable. Und Demenz oder kognitivem Decline, also verringerter geistiger Leistungsfähigkeit andererseits. Kann ich also fragen, wie hängt es zusammen? Und das Wort, was wir in 5 Minuten dafür ständig verwenden werden, ist, wie kovariieren diese Merkmale? Einen haben wir, glaube ich, noch, mehr für Ihre, für Sie selbst vielleicht interessant, so eine Wissenschaftsmeldung wiederum, Pressemeldung. For young adults, sleep problems predict later pain problems. Also Schlafqualität, Schlafschwierigkeiten gemessen und dann irgendwie statistisch angeschaut der Zusammenhang mit späterer Schmerzproblematik, die man ebenfalls messen kann. Also, wir sind uns sicher schnell einig, dass viele Dinge in der Welt gemeinsam variieren. Ändert sich das eine, ändert sich das andere auch. Schönes Beispiel dafür, an das, was wir an uns selbst beobachten können oder an unseren Mitmenschen. Größere Schuhgröße geht einher mit größerer Körpergröße oft. Ja? Die Größeren haben größere Latschen, kurz gesagt. Das stimmt nicht immer, werden Sie jetzt einwenden. Natürlich, ich habe da einen Onkel, der war 1,80, der hatte aber irgendwie nur Schuhgröße 41. Das kommt vor. Und wir reden hier natürlich über letztlich stochastische, nicht deterministische Zusammenhänge. Das ist etwas, was wir später noch ein bisschen genauer betrachten werden. Aber wir können schon sagen, kenne ich das eine Merkmal oder kenne ich da eine Ausprägung im einen Merkmal, kann ich zumindest eine mit gewissem Fehler behaftete Vorhersage machen, könnten auch sagen, eine ganz gute Schätzung darüber machen, wie du in einem anderen Merkmal ausgeprägt sein wirst. Zurückgreifend auf das auf die Terminologie, die wir schon kennen, können wir auch sagen, die Variation oder genauer die Varianz, also das mittlere Abweichungsquadrat, in einem Merkmal ist dann also nicht unabhängig von der Varianz in dem anderen Merkmal. Ja? Wenn in dem einen viel Streuung da ist und dieses Merkmal hängt zusammen mit diesem
anderen Merkmal, zum Beispiel die Streuung in der Schuhgröße, die informiert uns dann schon darüber, wie viel Streuung wir in der Körpergröße erwarten können. Und dieses Phänomen, das also die Streuung des einen Merkmals, was mit der Streuung des anderen Merkmals zu tun hat, das nennen wir Kovarianz. Eigentlich ein ganz eingängiger Begriff. Varianz im einen Merkmal, im anderen Merkmal, zusammen die Kovarianz. Die kürzt man manchmal auch COV ab, also im Englisch Covariance, deshalb oft COV, vielleicht hier oder da sehen Sie auch mal KOV im deutschen Buch, aber meistens COV. Seltener auch mal nur C, aber meistens wird es als COV bezeichnet. In dem Fall, dann steht da unten noch so klein X und Y. Mal schauen, ob Sie hier meine Maus sehen. Sehen Sie die hier so? Wenn da noch so XY dabei steht, wissen wir schon, es geht also um die Merkmale X und Y. Es könnte natürlich auch A und W sein oder ähnliches. Also schauen wir uns das doch mal an. Hier ein sogenanntes Streudiagramm. Das ist jetzt neu. Sie kennen diese Diagramme natürlich, aber wir können sie jetzt hier in der Statistik 1 zum ersten Mal richtig einführen, weil wir ja heute zum ersten Mal uns bivariate Zusammenhänge anschauen. Wir haben also hier auf der X-Achse ein offensichtlich metrisches Merkmal abgetragen, nämlich die Körpergröße in Zentimeter. Die Daten, die Sie hier sehen, können Sie selber in Jamovi, wenn Sie wollen, oder in einem anderen Programm laden. Wenn Sie hier Statistik 1 Kursteilnehmerin sind, dann haben Sie diese Daten zur Verfügung. Das sind die Daten der Studierendenumfrage 2015. Also Körpergröße in Zentimeter auf der X-Achse und in diesem etwas unangenehmen Mathe-Kompetenztest, den wir mit Ihnen am Anfang des Semesters immer durchführen, die Punkte dieser Probanden. Streudiagramm, was zeichnet so ein Streudiagramm vor allem aus? Namentlich, dass jede Probandin, jeder Proband, wir könnten auch sagen, jede Beobachtung, jede Unit of Observation, zwei Datenpunkte jetzt beiträgt. Nämlich eine Körpergröße, die wird dann, geht dann auf die X-Achse, und ein Ergebnis im Kompetenztest. Ich habe dieses Beispiel gewählt, um die Kovarianz dieses Jahr mit Ihnen einzuführen, weil man an diesem Beispiel eigentlich schon ganz schön sehen kann, das sollte doch eigentlich nichts miteinander zu tun haben, oder? Wenn wir uns mal kurz ganz wortwörtlich zurücklehnen und sagen, Körpergröße und Mathekompetenz. Also, wenn wir uns jetzt hier so in Westeuropa bewegen, in einer gut ernährten Kohorte, dann kann eigentlich die Körpergröße und das Mathe-Leistungsvermögen sollte eigentlich nicht kovariieren. Und wir können jetzt hier an diesem Beispiel dem mal nachgehen, ob das dann auch der Fall ist. Also, wir können uns also anders ausgedrückt zuerst mal fragen, wenn wir uns der Kovarianz nähern, wann wird denn die Null, wann gibt es denn keine Kovarianz? Und das sollte genau dann der Fall sein, wenn zwei Merkmale keinerlei Zusammenhang aufweisen. Wir müssen hier leider schon mal dazu sagen, keinerlei linearen Zusammenhang aufweisen. Was wir uns heute also anschauen mit der Kovarianz, ist ein lineares Zusammenhangsmaß oder das wichtigste lineare Zusammenhangsmaß. Wie kann ich das jetzt quantifizieren, ob zwei Merkmale nichts miteinander zu tun haben? Da greifen wir zu etwas, das auf den ersten Blick vielleicht gefährlich aussieht. Auf den zweiten Blick werden wir gleich sehen, dass das extrem verwandt ist mit dem, was wir von der Varianz schon kennen. Wir schauen uns hier das sogenannte Kreuzprodukt an. Schauen, ob Sie die Maus hier drüben sehen. Das Kreuzprodukt zweier Merkmale oder zweier Variablen berechnet sich, indem ich, wir können ruhig mal sagen, wir starten mal mit dem ersten Probanden oder der ersten Probandin I. Hatten wir ja gerade gesagt, die trägt ja jetzt zu so einem Bivariatenproblem zwei Datenpunkte dabei, nämlich einen Datenpunkt XI und einen Datenpunkt hier drüben YI. Was beim Kreuzprodukt passiert ist, deren Abstand zu ihrem Mittelwert wird sozusagen genommen. Das heißt, die werden um ihren Mittelwert, den Mittelwert, zu dem tragen natürlich alle Beobachtungen bei, zu diesem mittleren X sozusagen wird die Distanz genommen. Und das wird multipliziert, also hier bitte ganz wichtig natürlich, ein gedachter Multiplikationspunkt hier dazwischen, wird multipliziert mit der Ausprägung im anderen Merkmal, ebenfalls bereinigt um den Mittelwert.
Das sieht jetzt hier ein bisschen, oder vor allem wenn ich es versuche in Worte zu fassen, ist natürlich viel komplizierter als die eigentliche Formel. Xi minus x quer wird multipliziert mit yi minus y quer. Und dann, damit da eine Kreuzproduktsumme draus wird, wird es dann über alle Probanden aufsummiert. Wenn Sie sich an das Video zur Skalierung oder Normalisierung oder Z-Standardisierung einer Variable erinnern, dann hatten wir doch dort als einen wichtigen Transformationsschritt für Variablen die sogenannte Zentrierung kennengelernt. Was hieß zentrieren? Das hieß, ich nehme eine Variable x, die verschiedenen Beobachtungen xi und ziehe von jeder den Mittelwert ab. Und sowas passiert ja hier auch, wenn wir uns diese Formel anschauen. Und diese neue Variable, das ist sozusagen eine zentrierte Version von x, die hat natürlich den Mittelwert 0. Deshalb kann ich auf dem nächsten Slide für uns unser Problem mit Körpergröße und Mathematikkompetenz auch mal nochmal plotten, aber schon zentrierte Versionen der Variable nehmen. Das habe ich hier getan. Ich habe also einfach von Körpergröße, von jedem Wert, ähnlich wie es diese Formel für die Kreuzproduktsumme da oben auch schon vorgibt, schon mal den Mittelwert abgezogen. Und habe dann auch, damit Sie es jetzt besser sehen, so ein Fadenkreuz quasi reingeplottet. Ich habe einfach, sehen Sie, durch die 0 der Körpergröße, der zentrierten Körpergröße, das ist also jetzt der neue Mittelwert, 0, und durch den neuen Mittelwert der zentrierten Mathekompetenz so ein Fadenkreuz gemacht. Und hier oben grün im Eck gezeigt, auf dem Slide, nur noch, damit Sie sich das auch besser vorstellen können. Wenn wir schon zentrierte Variablen haben, dann vereinfacht sich diese Formel der Kreuzproduktsumme auch, indem wir dann einfach ja sagen können, na dieses minus x quer und minus y quer, das ist ja dann jeweils minus 0, das fällt dann einfach weg. Dann ist die Kreuzproduktsumme einfach xi mal yi und das für alle Werte i gleich 1 bis n aufsummiert. Das heißt, irgendwie müssten wir jetzt, also in diese, wenn wir diese Formel umsetzen wollen, müssen wir jetzt einfach hier in diese Punktwolke reingehen und für jeden schwarzen Punkt quasi seinen numerischen x-Wert mit seinem numerischen y-Wert multiplizieren und dann kommt das alles auf einen Haufen und wird aufsummiert. Und dabei passiert jetzt was sehr Interessantes und so nähern wir uns jetzt auch dem, was die Kovarianz eigentlich macht. Wenn wir da Werte rund um 0 haben zum Beispiel, ja, dann können wir sagen, das Produkt eines Wertes xi, der sehr nah an 0 ist, mit einem anderen Wert, der sehr nah an 0 ist, wird auch als Produkt etwa was rund um 0 ergeben. Wenn ich aber da oben zum Beispiel im Eck einen Wert hätte, da ist jetzt gerade gar keiner. Warum das so ist, können wir uns eigentlich schon denken, nämlich weil wir mit zwei Merkmalen gerade arbeiten, die einfach auch nichts miteinander zu tun haben sollten. Körpergröße und Mathekompetenz. Wir können uns aber vorstellen, wenn die Daten ein bisschen anders aussehen würden, dass auch da oben vielleicht ins Eck Daten fallen würden. Also, wie würde denn etwas sehr Hochpositives bei diesem Produkt rauskommen, indem ich einen relativ extremen Körpergrößewert nehme, mit einem relativ extremen Mathekompetenzwert multipliziere? Wenn ich in den anderen Quadrant darüber mal gehe, dann könnte ich aber auch sagen, ich könnte ja auch was haben, wo eine relativ kleine, extrem kleine Körpergröße, zum Beispiel 160 cm oder 155 cm, zusammentrifft, zusammen auftritt mit einer relativ sehr guten Leistung im Kompetenztest. Dann hätten wir also xi wäre negativ, würde ein negatives Vorzeichen mitbringen, yi wäre aber groß, würde also was Hochnegatives resultieren. Sie sehen schon, wie das hier läuft. Und denken Sie dran, für die Kreuzproduktsumme werden nachher einfach alle Werte, alle Produkte, muss man ja sagen, aus xi und y aufsummiert. Wir könnten auch da unten im Eck hochpositive Werte haben, die zustande kämen durch eine extrem kleine Körpergröße und extrem schlechte Matheleistung, würde da beide ein negatives Vorzeichen mitbringen, ja auch was relativ Großes zur Summe dann beisteuern. Und dann hätten wir schließlich noch hier unten wieder was Hochnegatives. Und so würden wir also zur Kreuzproduktsumme
unsere beiden Merkmale gelangen. Was daran nicht so schön ist, ist, dass wir ja jetzt von i gleich 1 bis n, und n variiert natürlich, dieses Prozedere durchführen. Es ist also klar, dass dieses Maß sich auf jeden Fall verändern würde mit der Anzahl Beobachtungen, mit der Anzahl von Paaren von Beobachtungen, können wir auch sagen, aus xi und yi, die wir hier haben. Das wird umgangen, indem die Kreuzproduktsumme nochmal durch n geteilt wird. Das ist was, das kennen wir noch von der Varianz. Da hatten wir auch gesagt, wir bilden solche, da waren es Quadrate, die wir gebildet haben, solche Abweichungsquadrate vom Mittelwert. Und jetzt haben wir ja im Prinzip Produkte aus zwei Abweichungen von ihrem jeweiligen Mittelwert. Das machen wir hier ja eigentlich. Und so genauso wie wir bei der Varianz durch die Anzahl Beobachtungen dann nochmal teilen, um so ein mittleres Abweichungsquadrat zu bekommen, so teilen wir hier die Kreuzproduktsumme nochmal durch die Anzahl der Beobachtungen und bekommen so hier gezeigt die Kovarianz. Das ist die Formel der Stichprobenkovarianz, muss ich dazu sagen. Und wir haben hier also im hinteren Teil die Kreuzproduktsumme und dann geteilt durch die Anzahl Beobachtungen. Das ist die Kovarianz. An unserem Beispiel Körpergröße, Mathekompetenztest, können wir uns das nochmal in Zahlen kurz anschauen. Ich habe jetzt hier wieder das tatsächliche Merkmal, also nicht die zentrierte Variante, geplottet, damit das auch ein bisschen mehr Sinn macht, damit Sie sehen, aha, wir reden von Körpergrößen so zwischen etwa 1,55 und 1,90 hauptsächlich, und wir haben Mathekompetenzen so zwischen 5 und 15 Punkten. 15 war auch das Beste, was in diesem Test zu erreichen war. Wenn wir jetzt einfach hier dieses Spiel spielen würden und für alle Datenpunkte sie um ihren Mittelwert bereinigen und sie dann jeweils mit ihrem Y-Wert ebenfalls bereinigt um den Mittelwert multiplizieren würden, käme da eine Zahl raus, die, und deshalb zeige ich Ihnen das, uns erstmal so überhaupt nichts sagt. Da kommt was raus von 253,5. Sehen Sie hier in Orange. Das wird dann skaliert, kann man auch sagen, geteilt durch das n. Und in dem Fall hatte ich, glaube ich, 83 Beobachtungen zur Verfügung, von denen eben dann auch beide Vorlagen, die Körpergröße und der Mathe-Test. Und wenn ich 253 durch irgendwas über 80 teile, kommt da etwa 3 raus, 3,05 oder sowas. Also haben wir eine Kovarianz von 3. Können wir uns davon jetzt schon viel kaufen? Nicht so richtig. Deshalb werden wir die Kovarianz später noch weiter bearbeiten. Aber das ist die Kovarianz. Die ist jetzt irgendwie positiv, die hat ein positives Vorzeichen. Ob das jetzt aber klein oder groß ist, wissen wir noch nicht so richtig. Dazu müssen wir noch ein bisschen mehr verstehen über die Kovarianz. Erstmal vielleicht dazu eine kleine Fingerübung. Wenn es so stimmt, wie wir die Kovarianz bestimmt haben, als mittlere Kreuzproduktsumme oder an n skalierte Kreuzproduktsumme, dann sollte es eigentlich so sein, dass die Kovarianz eines Merkmals mit sich selbst genau der Varianz entsprechen sollte. Ist jetzt ein bisschen irre zu sagen, die Kovarianz mit sich selbst, aber nur um zu sehen, dass das vom Formelwerk her funktioniert, können wir das ja mal tun. Wir könnten ja mal kurz für y, zum Beispiel könnte das auch aus Versehen passiert sein, genau die Werte von x nochmal einsetzen. Also x ist identisch mit y. Wenn wir das mal durchspielen, dann sehen wir hier xi bereinigt um x quer mal yi bereinigt um y quer. Wäre jetzt also xi minus x quer mal das gleiche nochmal xi minus x quer. Und das können wir natürlich zusammenfassen zu xi minus x quer Quadrat. Das ist die kleine hoch 2 da oben. Und diese Formel, die kennen Sie, das ist die Varianz, wie wir sie letzte Woche im Prinzip erst kennengelernt haben. Also können wir sagen, so sollte es auch sein, die Varianz ist nichts anderes als die etwas gestellst ausgedrückt Autokovarianz, also die Kovarianz eines Merkmals mit sich selber. En passant können wir mal erwähnen, ist nicht besonders wichtig, aber wir können es mal irgendwo erwähnen, dass die Kovarianz auch als zentrales Produktmoment bezeichnet wird.
Sie erinnern sich daran, dass wir bei den Momenten, wir hatten mal Momente schon erwähnt, wir hatten gesagt, der Mittelwert ist das erste Moment, die Varianz ist das zweite Moment einer Verteilung. Und hier spricht man jetzt auch von einem Moment, dem Produktmoment. Macht irgendwie auch Sinn, weil wir hier ja quasi jetzt hier zwei Merkmale ja, auf irgendeine Art miteinander multipliziert haben. Fragen wir uns mal noch, welchen Wertebereich kann denn die Kovarianz annehmen? An dem ersten Zahlenbeispiel gerade, als eine Kovarianz von 3 rauskam, zeigte ich mich so ein bisschen ratlos, was das jetzt wert ist. Also kann man sich ja mal fragen, was überhaupt für Werte möglich sind. Generell ist es so, wenn die Varianz rund um 0 ist, dann bedeutet es also, dass kein linearer Zusammenhang vorliegt. Warum ist es so? Da springen Sie gerne nochmal zurück, zu der Stelle, zu den Slides, als wir diese Kreuzproduktsumme zusammengepuzzelt haben. Da haben wir gesehen, wenn eben keine Daten da sind, die hochpositiv oder hochnegativ in die Kovarianz eingehen und davon oder zumindest nicht viele davon da sind, dann kann diese Summe, die Kreuzproduktsumme, eben auch nicht stark positiv oder stark negativ werden. Also rund um 0 ist einfach, dann können wir sagen, wenn die Kovarianz quasi 0 ist, gibt es keinen linearen Zusammenhang. Wenn die Kovarianz deutlich positiv ist, dann sprechen wir von einem positiven linearen Zusammenhang, der besteht zwischen unseren beiden Merkmalen. Aber jetzt, da muss man eben aufpassen, die Kovarianz kann, anders als die Varianz, natürlich auch negativ werden. Gehen Sie da gerne nochmal zurück, wo wir die Kreuzproduktsumme berechnet haben. Wenn sozusagen die für Sie der obere rechte Quadrant und der untere linke Quadrant, nee, genau andersrum, der obere linke und der untere rechte Quadrant stark gefüllt werden, bei der Kreuzproduktsumme, dann ergibt sich insgesamt eine negative Kovarianz. Und die negative Kovarianz deutet dann oder steht für einen negativen linearen Zusammenhang. Hier unten auf dem Slide sehen Sie in einer anderen Programmiersprache mal, für die, die damit auch mal in Kontakt kommen wollen, die berühmte Statistiksprache, kann man sagen, R oder das Statistikprogramm R. Was habe ich da gemacht? Da habe ich mir einfach mal 4 Mathe-Noten ausgedacht von 4 Schülern, zum Beispiel eine 1, eine 2, eine 4 und dann ein armes Würstchen hat leider eine 6, wahrscheinlich war er gar nicht da in Mathe. Und dazu die Deutschnoten, die sind bei den gleichen Probanden bivariat. Das heißt, jeder Proband, jeder Schüler bringt uns ja jetzt 2 Werte. Nehmen wir an, die Reihenfolge ist hoffentlich die genau gleiche. Das heißt, der Erste, der eine 1 in Mathe hatte, hat aber eine 4 in Deutsch. Und umgekehrt hinten, der eine 6 in Mathe hatte, hat jetzt eine 1 in Deutsch. Wie wahrscheinlich das ist, sei mal dahingestellt, dass sowas vorkommt. Aber für unser Beispiel, 4 Probanden, n gleich 4, Mathe, Deutsch. Wenn ich jetzt einfach das, was wir hier bisher besprochen haben, dort umsetze in so einer Programmierschreibweise, dann heißt es, nimm alle Mathewerte, zieh das Mittel der Mathewerte ab. Multipliziere es mit allen Deutschwerten, bei denen du ebenfalls den Mittelwert der Deutschwerte abgezogen hast. Summier das alles, mach diese Summen da vorne und teile das Ganze durch n, in dem Fall durch 4. Und da sehen wir jetzt, das sieht man schon mit bloßem Auge, also gute Mathe-Note, schlechte Deutschnote und umgekehrt. Dies ist nach allem, was wir kennen, ein negativer linearer Zusammenhang oder zumindest ein negativer Zusammenhang. Und dass es ein negativ linearer Zusammenhang ist, sagt uns die Kovarianz, indem sie hier negativ wird, nämlich minus 2,4. Wir sind immer noch dabei, dass wir nicht richtig wissen, wie viel positive oder wie viel negative Kovarianz wir irgendwie ernst nehmen sollten. Das irgendwie bedeutsam ist, das wissen wir nicht. Aber wir wissen jetzt, die Kovarianz kann negativ werden. Ein weiteres Problem mit der Kovarianz bleibt aber noch, das hat genau damit zu tun, warum wir letztlich ihre absoluten Werte schlecht interpretieren können. Die absoluten Werte, die eine Kovarianz annimmt, hängt stark von der Einheit der Daten ab, die hier eingehen. Wenn wir uns zum Beispiel ein wiederum einfaches Datenbeispiel, das ist aus dem Wirz und Nachtigall, anschauen, von jeweils nur 3 Probanden. Sehen Sie hier in X, in der X-Zeile und in der Y-Zeile. Das Gewicht dieser Probanden, 65, 75, 91 Kilo.
Wenn wir da die Kovarianz ausrechnen mit der Größe, die jetzt mal in Metern gegeben wäre, 1,70, 1,77, 1,93, dann würde da eine Kovarianz von etwa 1 resultieren. Nicht, dass man es jemals machen würde, aber Sie könnten sich mal fragen, was ist eigentlich die Einheit von der Kovarianz? Sage ich bewusst hier mal nicht, können Sie sich selber überlegen, was ist eigentlich die Einheit der Kovarianz? Und im zweiten Falle, die genau gleichen Daten, nur wurde die Größe in Zentimetern ausgedrückt. Ja, so ein übliches Problem, was man eben hat, dass es mal in Metern, mal in Zentimetern ist, so ein Längenmaß. Was passiert ist mit der Kovarianz? Die bringt sozusagen diesen Faktor 100, um den sich jetzt die Größe, also die eine Variable geändert hat, den bringt die mit und die ist jetzt auch um den Faktor 100 größer. Jetzt ist die Kovarianz auf einmal 102. Sehen Sie, wie einfach die Kommastelle verschoben ist? Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungut. Und das bringt uns zum Abschluss dieses Kovarianz-Videos eben auch zu dem, wie Sie als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler meistens die Kovarianz verwenden, nämlich zum sogenannten Korrelationskoeffizienten. Genauer gesagt zum Korrelationskoeffizienten nach Pearson. Der ist so wichtig, der bekommt sein eigenes Video. Aber wir hören hier heute damit auf, dass wir die Kovarianz noch auf eine ganz bestimmte Art wiederum skalieren, kann man sagen. Wir nehmen die Kovarianz, sehen Sie das da hier in dieser kleinen Formel, wenn wir da gleich mal drauf stieren. Wir standardisieren, das kann man wiederum so sagen, die Kovarianz, die wir jetzt ausgerechnet haben in diesem Video, an was eigentlich? An dem Produkt der Streuungen. Das heißt, Entschuldigung, ich sollte genauer sagen, der Standardabweichung. Wir haben hier also die Standardabweichung von x, das können wir auch ausrechnen, und die Standardabweichung von y. Und die werden multipliziert dann müssten sie wieder in so einer ähnlichen Größenordnung sozusagen sein wie eine Varianz, weil es quasi zwei Standardabweichungen sind. Eine Standardabweichung ist ja immer die Wurzel aus einer Varianz. Und jetzt nehme ich zwei Standardabweichungen, aber zwei verschiedene von zwei Merkmalen, von x und y. Und die werden multipliziert. Und ich schaue jetzt, wie groß ist diese Kovarianz aus x und y relativ zu dem, was ich so maximal an Streuung erwarten könnte, wenn ich nämlich die Streuung von x kenne und die Streuung von y kenne. Und diesen Slide, den habe ich, glaube ich, ganz am Anfang, Video 2 oder so, mal kurz gezeigt, als ich Sie nur mal so ein bisschen schocken wollte, kurz mit so statistischen Formeln. Dann nehme ich gerne die einfach als Beispiel dafür. Oben also die Kovarianz, die wir kennen. Und ganz wichtig, die Kovarianz, die kann, das haben wir heute gesehen, von letztlich minus unendlich bis plus unendlich gehen. Die kann negativ werden. Die kann also ein negatives Vorzeichen mitbringen. Aber die Standardabweichung der Werte x und die Standardabweichung der Werte y, die kann ja nicht negativ werden. Wie gesagt, Standardabweichung ist definiert als Wurzel aus der Varianz, und zwar der, im Zweifelsfall immer der positive Teil der Wurzel. Das heißt, da unten im Nenner kann kein negatives Vorzeichen auftauchen. Wenn also dieser Korrelationskoeffizient, den diese Slide jetzt hier für uns zum ersten Mal ausrechnet, wenn der negativ wird, dann kommt es von dem negativen linearen Zusammenhang aus der Kovarianz. Wenn man das jetzt einmal auseinanderpackt, was hier steht, und für Kovarianz die Formel einsetzt und für Sx und Sy jeweils die ganzen Formeln einsetzt, dann sieht es kurz nach einem Riesentierchen aus, das ist aber genauso einfach. Ich habe jetzt hier oben nochmal die Kovarianz. Mal kurz gucken, ob wir, ich mache den mal kurz volle, alle Farben rein, die wir haben. Die Kovarianz geteilt durch die Standardabweichung von x mal der Standardabweichung von y. Und dieser Ausdruck, den nennen wir meistens einfach R in der Statistik und der begegnet Ihnen oft da draußen in der Wildnis. Das ist das häufigste Zusammenhangsmaß, mit dem wir uns eben im nächsten Video auch noch ausführlicher beschäftigen werden. Für hier sei nur gesagt, es basiert komplett auf der Kovarianz. Es ist im Prinzip nichts anderes als eine standardisierte Variante der Kovarianz. Und warum standardisiert man den? Was hat Pearson, was war der eigentlich einzige Trick, den Pearson hier gebracht hat? Er hat dafür gesorgt, dass die Kovarianz nicht mehr irgendwelche Werte zwischen Plus und Minus unendlich annimmt, sondern sie wird in einen Index sozusagen oder in ein Maß kondensiert, was maximal 1 werden kann, nämlich genau dann,
Wenn die Kovarianz so groß ist, wie das Produkt aus den beiden Streuungen und den beiden Standardabweichungen einzeln. Oder minus 1, wenn quasi ein perfekt negativer linearer Zusammenhang vorliegt. Wir hatten gesagt, kurz erwähnt am Rande in grün, die Kovarianz wird manchmal selten auch als zentrales Produktmoment bezeichnet. Und deshalb heißt dieser berühmte Korrelationskoeffizient nach Pearson auch Produktmomentkorrelation. Und das Video möchte ich beschließen, indem ich Ihnen also nochmal die Körpergröße und die Mathekompetenz als Streudiagramm zeige. Und ich habe jetzt mal völlig unverantwortlich vorgreifend in die Statistik 2 da einfach so eine Gerade reingeplottet, über die wir in Statistik 1 reden wir gar nicht über diese Gerade, in Statistik 2 reden wir nur über diese Gerade, kann man sagen. Aber diese Gerade soll uns nur verdeutlichen, dass also wir hier jetzt eine Korrelation ausrechnen können. Und die Korrelation, über die noch viel zu reden sein wird, können wir uns vorstellen, wie stark streuen die Daten, die wir beobachtet haben, rund um so eine gedachte Gerade. Sie sehen an dieser Geraden, dass es tatsächlich einen ganz leicht positiven Zusammenhang gibt zwischen Körpergröße und Mathekompetenz. Und wenn ich das in die Formel einsetze, die wir gerade kennengelernt haben, dann kann ich diese Kovarianz von etwa 3 nehmen und ich teile sie durch das Produkt der beiden Standardabweichungen. Die Körpergröße bringt etwa eine Standardabweichung von 9 cm mit und die Mathekompetenz bringt eine Standardabweichung von etwa 2,5 Punkten mit. Und das Produkt daraus gibt mir so einen maximal zu erwartenden Kovarianzbereich. Und wir sehen, wenn Sie 9 mal, also 9 mal 3 ist fast irgendwas von 27 oder sowas und dann 3 ins Verhältnis zu diesem Wert weit über 20 gibt also was sehr, sehr Kleines, in dem Fall 0,14. Aber wir haben jetzt mit dem Korrelationskoeffizienten Wert, von dem wir wissen, was er maximal werden kann, könnte nämlich maximal 1 werden oder minimal minus 1. Jetzt sehen wir, aha, wir landen tatsächlich relativ nahe um 0 noch. Also auf jeden Fall ein sehr schwacher, positiver Zusammenhang, der da ist. Auch auf diesem Slide sehen Sie hier nochmal, was Jamovi macht. Wenn Sie dort im explorativen Teil also sozusagen sich einen Scatterplot ausgeben lassen, ein Streudiagramm nennt man Englisch auch Scatterplot, für Größe und Mathekompetenz bekommen Sie im Prinzip den gleichen Graph. Aber ganz nett. Sie können sich hier noch die sogenannten Marginal Distributions oder auch Randverteilungen der beiden Merkmale plotten lassen. Warum mache ich das hier oder warum macht Jamovi das? Das bringt uns noch zum Kleingedruckten des Korrelationskoeffizienten. Wann ist es überhaupt sinnvoll, den linearen Zusammenhang zweier Merkmale mit der Kovarianz oder auch mit Pearsons R zu berechnen? Ich brauche offensichtlich mindestens zwei metrische Merkmale, zwei mindestens intervallskalierte Merkmale. Für andere Zusammenhänge lernen wir noch andere Maße kennen, die heute nicht unser Thema sind. Wenn ich Pearsons R oder die Kovarianz ausrechnen will, wäre es wichtig, dass ich intervallskalierte Merkmale habe. Darüber hinaus, und das haben diese zwei blauen Kurven auf dem Slide vorher uns gerade, diese zwei blauen Verteilungen uns zeigen wollen, sind denn die beiden Merkmale annähernd halbwegs normal verteilt? Ja? Wir sprechen dann auch von bivariater Normalverteiltheit oder multivariater Normalverteiltheit. Also x und y sollten halbwegs normal verteilt sein. Das halbwegs sage ich deshalb, weil es besonders wichtig ist, dass sie wirklich unimodal sind, dass sie wenigstens einen Gipfel haben. Ja? Wenn das Merkmal zwei Gipfel aufweist, macht es keinen Sinn. Wenn eins der beiden zweigipfelig ist, macht Pearsons R schon keinen Sinn mehr. Also annähernde Normalverteiltheit in beiden Merkmalen. Wenn es in einem der beiden nicht gegeben ist, greifen wir auch auf andere Maße zurück, die wir bald kennenlernen werden. Und die Beobachtungen, also die Beobachtungspärchen XY1 und XY nächste Person und XY dritte Person, erste, zweite, dritte Beobachtung, Person, die müssen unabhängig voneinander sein. Das sind auf einen Blick die wichtigen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit wir die Kovarianz und die Korrelation nach Pearson sinnvollerweise berechnen können. Danke und bis zum nächsten Mal.